Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTuber mal wieder am Start und willkommen zurück zum wahrscheinlich vorletzten Yoshi-Wettbewerbspart. Im letzten Part haben wir Yoshi Factory von DNL gemacht und ja, das Level hat sogar einen ganzen Part in Anspruch genommen. Und wir machen jetzt weiter mit Jarl mit Boss Rush 3 with Yoshi. Und als Beschreibung, wieder einmal muss ich Mario bösen Schergen stellen. Diesmal ist er jedoch nicht allein auf der Seite des Guten. Mit ihm kämpft sein treuer Streiter Yoshi. Okay, alles klar. Also ein Boss Rush. Und jo. Wie wir es kennen von Jarl, wer schon länger bei mir zuschaut, weiß, dass Jarl gerne Boss Rushes macht. Und ich bin gespannt, wie dieser hier aussehen wird mit Yoshi. Wahrscheinlich wird das so sein, dass Yoshi das Schlüsselelement ist in diesem Level. Jawohl, und ich nehme mal Feuer. Und ja, in den anderen Boss-Rushes, wenn ich mich recht erinnere, war es so, dass es sofort losging mit den Bosskämpfen. Und hier ist anscheinend so ein, ja, spannungsaufbauender Raum. Ja. Aber ich muss hier den Yoshi loswerden. Ja, gut. Bringen wir den mal um. Haben einen P-Switch und der hat den Schlüssel. Gut, vielleicht zählt das ja als erster Boss mit dem einen Raum schon. Ja, würde zumindest Sinn machen. Und was kommt jetzt? Ein weiterer Boss oder nochmal ein Jump'n'Run-Teil? Nein, es geht sofort los. Genau, hier ist die Bossmusik. Ich habe sie schon erwartet. Und Bowser Jr. Das Gute ist, wir sind quasi unverwundbar mit Yoshi. Und wir können auch hier schön gechillt rumlaufen, so dass der Bowser Jr. eigentlich keine Chance hat. Außer wir geben ihm eine, aber nee, wir geben ihm keine. Oder geben wir ihm eine? Ja, ich gebe ihm eine. Gut, er hat die Chance nicht genutzt. Und jetzt wird er sterben. Der Bowser Jr. Jawohl. Was für ein Boss kommt jetzt? Boss Nummer 3. So, hier war nochmal ein Yoshi. Den brauchen wir aber nicht. Der konnte ja auch gar nicht sterben, oder? Im Raum 2. Also wenn ich mich recht entsinne, nicht. So, ah ja, okay, ich muss hier die Dinger töten. Und gleichzeitig die Kinder-Blooper. Oder die, ja, Erwachsenen-Blooper töten. Die Kinder sind ja noch kleiner. Und es gibt zwei Seiten, habe ich schon so ein bisschen gesehen. Okay. Feuer spucken. So, nein. Dann machen wir es mal auf diese Seite und schauen, was hier los ist. Und wir können auch immer zwei auf einmal nehmen. Ja. Wahrscheinlich ist es der Schlüssel oben links. Ja. Also nicht der Schlüssel, sondern der Blooper oben links. Also ganz oben links. So. Dann probiere ich es doch mal aus. Ja. Okay, gut. Ja. Ich dachte schon, ich hätte das so gemacht, dass es genau der letzte ist. Aber nein. So viel Pech hatte ich dann doch nicht. Und hier kann nichts sein, oder? Kann hier eine Tür versteckt sein? Ich glaube nicht. Nee. Nur hinter Powerblöcken und, ja, hinter Stachelsäulen? Ja gut, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ist auch gar nicht mal so wichtig. Und jetzt geht's weiter. Bosskampf Nummer 4 oder so. Und hier müssen wir ausharren. Oh, okay. Und dürfen hier nicht sterben. Obwohl der Boden weggebombt wird. Okay, ach, verdammt. Jetzt habe ich ein bisschen zu spät geschaltet und wusste nicht, wie ich am besten den Schraubenschlüsseln ausweiche. Ja, am besten erstmal einer Seite ausweichen und dann der anderen Seite ausweichen. Dann passiert eigentlich nichts. Kommt der Monty runter? Ja, der kommt runter. Tot. Jawohl. Und nee, wir hätten da nicht reingemusst mit Yoshi. Oder wäre da noch ein Secret? Das gucke ich jetzt nach. Ups. Ich wollte doch nur gucken, ob da oben noch ein Secret wäre. So. Das gucke ich jetzt nach, bevor wir ins Ziel gehen. Nein! So. Ah, ich glaube nicht, dass da was war. Nee, nee. Nee, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Außer der Tod. Nee, nee, da war auch eine Wand. Da war nichts mehr. So, wir gehen jetzt ins Ziel und natürlich nehmen wir Yoshi mit. Ohne Yoshi nicht ins Ziel zu gehen, wäre schlecht. Und deswegen nehmen wir ihn mit, wenn wir ihn schon kriegen. Und jo, das war ein Boss Rush mit Yoshi.
Yoshi wurde auch gut genutzt, würde ich sagen. Und very nice Boss. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und wir machen jetzt weiter mit Leo Gamer, oder? Leo Gamer? Fragezeichen. Machen wir weiter mit Leo Gamer? Ja, wir machen weiter mit Leo Gamer. Und auf YouTube heißt er genauso. Und er hat eingesendet Yoshi's Adventure Cave. Und als Beschreibung, lass dich überraschen. Okay, dann lassen wir uns doch mal überraschen. Und es sieht nach einem klassischen Jump'n'Run-Level aus. Da bin ich doch mal gespannt. So ein klassisches Jump'n'Run-Level hatten wir eigentlich noch nie. Also man musste bisher immer irgendwelche Rätsel lösen. Oder ich weiß es jetzt auch nicht auswendig. Ich schaue mir das ja später nochmal an. Aber ich glaube, so ein... Ei! So ein richtiges, normales Jump'n'Run-Level hatten wir noch nicht, nee. So. Und diesmal sterben wir nicht. Und was habe ich gerade eben gesagt, als ich gestorben bin? Ei! Ei! Warum habe ich Ei gesagt? Naja, egal. Das ist mein neuer Todesausruf. So. Good idea. Ah ja, genau. Ich wollte schon in die Röhre springen, aber das muss ich gar nicht. Sondern es geht so. So. Ah ja, okay, gut. Ich dachte schon, ich habe einen Fehler gemacht, als ich beide Bomben aktiviert habe. Aber da war noch ein Gerüst, von daher passte das so. Gut. Ah ja. Und das ist das dritte Level im New Super Mario Bros. U Style. Die mir bisher alle eigentlich super gefallen haben. Also das von Jan und Todd aus. Also ich weiß nicht warum, aber vielleicht, weil das die einzigen bisher waren und alle anderen nicht. Wer weiß. So. Aber wo die am Ende stehen, das sehen wir dann später. Okay. So, ich weiß nicht, ob ich in die Röhren reingehen kann. Ich schätze mal nicht. Aber ich werde die trotzdem alle durchprobieren. Weil das kostet ja nichts. Außer 0,5 Sekunden. Ja gut, manchmal ein bisschen mehr, wenn ich noch hingehen muss. Ja, tschüss Yoshi. Und hier müssen wir groß sein, sonst kommen wir nicht weiter. Alles klar. Und wir kriegen einen neuen Yoshi. I did it! Alles klar. Mal schauen, ob wir es auch schaffen. Ja, doch, sicher. Weil es ist ja ein klassisches Jump'n'Run, so wie es aussieht. Ohne Rätsel, ohne alles. So. Okay. Und mit Yoshi macht das tatsächlich mehr Spaß. Aber man kann es auch ohne Yoshi schaffen, oder? Weil genau so ein Level habe ich eigentlich vermisst gehabt. Ja, man kann es mit Yoshi schaffen, aber man kann es auch ohne Yoshi schaffen. Und was bin ich nur für ein Idiot und denke, dass ich Mario da auch drauf springen kann? Ich weiß es nicht. Aber hier war ja der Checkpoint, von daher bin ich sofort wieder an dieser Stelle. Und diesmal passiert mir das nicht. Am besten nehme ich Yoshi auch gleich mit. So. Dann passiert mir erst recht nichts mehr. So, und hier bin ich wieder, genau. So, der Knochentrocken, der stört nicht. So, ich halte aktuell den Sprungknopf gedrückt. Okay, jetzt natürlich nicht mehr. Und ja, jetzt müssen wir doch einmal die Pflanze bekommen. Das heißt, wir brauchen doch Yoshi. Zwingend hier. Okay. So. I did it. Yeah, I did it. Naja, noch nicht ganz. Es geht noch ein bisschen weiter. Okay. Münzen und ein One-Up. Schön, dass auch daran gedacht wurde. Ist hier auch was? Ja, und sogar noch was, was richtig cool ist. Nämlich eine Feuerblume. Und über die sage ich nicht nein. Und Yoshinski. Ja, gut. Nein! So. Okay, die Bombe explodiert im richtigen Moment. Das sehe ich schon voraus. Aber so geht's natürlich auch. Und da kommt immer eine neue Bombe. Okay. Ich sag nix, ich sag nix. So. Und ich sollte Yoshi behalten. Der mir aber immer wieder versucht auszubrechen. So. Aber jetzt ist alles in Ordnung. One-Up und hier ist das Ziel. Jawohl. Ein schönes Cave Adventure. Hat mir gefallen. Wie auch die anderen Level im New Super Mario Bros. U Style. Und ich glaube, es kommt keins mehr, ne? Nö. Jetzt kommen ja generell nur noch 3 Level. Und alles Super Mario World. Und ja, wir sehen uns gleich. Oder nee, ich brauche ja gar nicht schneiden. Ich hab's ja hier vor mir. Genau. Wen haben wir als nächstes noch? Wir haben als nächstes noch den
Den Adi. Ja, genau. Nehmen wir den Adi. Yoshi ist dein Freund. Ich muss kurz trotzdem nach der Beschreibung gucken. Mit Steuerung F geht das ja super schnell. Okay, gut. Auf YouTube, Easter Bilder. Und das Level ist eine Mischung aus Rätsel und Parcours. Was stand hier? Spin. Okay. Ich glaube, ich habe es schon verpasst, das Timing. Genau. Während die Piranhas spawnen, muss ich spinnen. Ja, genau. Wow, das ist nice. Das ist sogar ein schwereres Helping Hand Level. Okay. Aber die Idee ist cool. So. Ja, ein zweiter Sprung hätte wahrscheinlich schon erreicht und... Nee, ich muss mich nicht beeilen. Zum Glück, weil sonst hätte ich das auch gar nicht mehr geschafft. So. Hier kann man groß sein? Ah nee, ich muss Yoshi rennen lassen. So. Aber bitte in die richtige Richtung. Und auch wenn das Teil nach oben geht, ne? Aber warum dreht er sich um? Yoshi? Dann so? Ja, okay. Anscheinend dreht sich der Yoshi automatisch um. Ja. Ist mir eigentlich egal, solange er in die richtige Richtung läuft. Und jetzt... hier kommt wahrscheinlich irgendwas raus. Ein Powerblock. Okay. Damit können wir den Mancha töten. Und da kommt ein Pilz raus, oder? Ja. Und dann können wir hier spinnen. Oder auch nicht. So. Aber jetzt... Nein. Okay, ich mach's ohne Yoshi. So. Okay. Und wir haben noch einen weiteren Pilz im Maul. So, den Pilz lassen wir mal hier. Ich muss mit dem Feuer sicher irgendwas machen, nämlich den töten, ja. Und hier einfach nur warten. Können wir doch mal einen Schluck trinken. Okay. Und weiter geht's. Hier kommt nichts raus. Ein Pilz, oder? Nee. Hier kommt nichts raus und man kann auch nicht rein. Und hier oben sind Swamps. Muss ich Yoshi hier ablassen? Es sieht fast so aus. Von daher mache ich es einfach mal. Oh. Das habe ich nicht gesehen, dass der Bumper gleich sich wieder zurückzieht. Aber jetzt sollten wir es schaffen. So, hopp, hopp, hopp. Und hier, hopp. Jawohl. Wir brauchen Yoshi doch hier oben. Okay. Wie kriegen wir Yoshi hier nach oben? Ja gut, vielleicht ist das Timing doch nicht so krass. So, ich muss hier sofort... Ja, ja, doch, das geht so. Ja, ich sag nichts mehr. Und, warte. So, hier springen. Jawohl. Gut, perfekt. Bombe, komm raus. Und... explodiere. Jawohl. Und da ist sogar ein Checkpoint. Und ein Fragezeichenblock. Achso, aber da kommen wir noch nicht ran. Was hat mir das gebracht? Bombe... Die geht ja nicht runter. Hä? Ja, ich konnte aber nicht in die Röhre rein. Oder? Kann ich doch da rein? Jetzt bin ich gerade überfragt, oder? Nee, da geht's auch nicht. Okay. So. Dann versuche ich nochmal in die Röhre reinzugehen. Eine andere Möglichkeit gibt es ja eigentlich gar nicht. Aber ich konnte meiner Meinung nach nicht da rein. Naja, gut. Rein theoretisch brauche ich jetzt Yoshi nicht mehr. Aber ich nehme ihn natürlich trotzdem mit. Ich bin ja kein Arsch. So. Ach, ich Idiot. Ich kann da einfach raushüpfen. Oh mein Gott. Ja. Dafür habe ich neues Leben verdient. Ja. Brauche ich auch ganz dringend. Und genau, jetzt kommt ein Jump'n'Run-Part. So. Jawohl. 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 Und hier brauche ich einen Powerblock. Den ich doch hier bestimmt kriege. Irgendwo versteckt in den Tiefen dieses Levels. So. Ja, genau, hier ist er. Und nom. Okay. Ja, die Zahnräder, auf die springe ich gar nicht. Weil sonst wird es ein bisschen unkontrolliert. So, hier sind wir drin. Wie soll man da durchkommen? Okay, ich kann mich mit Yoshi treffen lassen. Dann kommt Yoshi da auf jeden Fall durch. Dann kann ich mich hier einmal treffen lassen und dann bin ich klein. Da bin ich immer noch groß. Ja gut, dann lasse ich mich hier einfach treffen. Gehe. Ja. Ich hätte theoretisch Feuerblumen Mario bleiben können. Und so sollte das auch sein, ja. Habe ich es jetzt vergeigt? Ich glaube schon, ja.
Weil ich komme hier nicht mehr durch, oder? Ah, doch, okay. Gerade so. Oh. Ich komme hier nur als kleiner Mario durch. Aber da vorne gab's nichts mehr, oder? Ach, so, so, so. Ja, ja, ja. Ich weiß schon, wie das gelöst werden muss. Ich brauche eine Feuerblume in Yoshis Maul. So. Und dann. Jetzt dreht er schon wieder um. Warum dreht er um? So, jetzt nicht mehr. Okay. So, mit der Feuerblume im Maul kann ich jetzt hier die Feuerblume mir holen. Und dann die Bombe entzünden. Coole Idee. Und man kommt auch nicht sofort drauf. Das mag ich auch. Aber man kommt schnell genug drauf. Und braucht nicht ewig. So. Oh, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ich versuch's noch zu retten. Oder in dem Style kann ich das so machen. Okay, gut, perfekt. So. Habe ich die Feuerblume einfach mal geopfert. Aber naja, gut. So. Ich nehme mir noch einen P-Switch mit als Reserve. Schadet ja nicht. Ja, ich muss klein werden anscheinend. Okay. Neuer Yoshi. Beziehungsweise. Nee, kein Pilz. Ah, okay, hier ist das Ziel. Okay, gibt's hier noch ein Secret? Nein, aber Yoshi. Ja, doch, vielleicht gibt's auch noch ein Secret. Ich will jetzt nicht sterben hier. Was ist hier ein Maul? Ah, nur ein P-Switch. Okay. So, ich sterbe nicht. Nee, nee. Hier ist noch ein One-Up. Ja, das gefällt mir doch. Und dann gehen wir ab ins Ziel. Jawohl. Und ja. Das war doch mal ein schönes Level. Eine Mischung aus Teamwork, Helping Hand und Jump'n'Run. Ja, ein cooler Mix. Und ich würde sagen, ich beende diesen Part an dieser Stelle. Und der finale Part kommt dann morgen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei wärt. Und ja, bis morgen dann und ciao.